Leg los, dein Workout für Körper und Geist. Hallo, schön, dass du da bist. In meinem Teil der Sendung geht es heute um sinnerfülltes Leben. Sinnerfülltes Leben bedeutet für jeden etwas anderes. Es hängt davon ab, was deine Hauptwahrnehmung ist. Es ist ein bisschen so, als hättest du eine Wahrnehmungsbrille auf. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die haben die Wahrnehmung Gefühl. Für diese Menschen ist es wichtig, mit lieben Menschen zusammen zu sein, sich kümmern zu dürfen, das Leben zu genießen und Sinnliches erfahren zu dürfen. Es gibt Menschen, die haben die Wahrnehmung Denken. Diese Menschen brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Sie wollen planen. Sie wollen Ergebnisse sehen, ihre Arbeit tun. Dann gibt es Menschen, die haben die Wahrnehmung Reaktion. Diese Menschen sagen, boah, voll geil, cool, dass du da bist. Diese Menschen wollen Spaß haben mit anderen Menschen, singen, tanzen, Kontakte haben, spielen. Dann gibt es Menschen, die haben die Wahrnehmung Meinung. Menschen, die die Wahrnehmung Meinung haben, sind sehr engagiert. Wenn ihnen etwas wichtig ist, dann geben sie 200%. Wenn du dazugehörst, diskutierst du wahrscheinlich gerne und hast feste Standpunkte und Überzeugungen. Dann gibt es Menschen, die haben die Wahrnehmungsbrille Reflexion auf ihrer Nase. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, ist es wichtig, dass du Zeit für dich hast zum Nachdenken. Du brauchst Alleinsein, um neue Ideen zu formulieren, Gedanken zu fassen, auf Lösungen zu kommen. Und dann gibt es Menschen, die haben die Wahrnehmung Aktion. Menschen, die diese Wahrnehmungsbrille tragen, wollen tun und handeln. Die wollen nicht lange nachdenken. Sie brauchen Wettkampf, Wettbewerb, Status. Sie wollen gewinnen. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, brauchst du ein sehr hohes Erregungsniveau, um glücklich zu sein. Mach also auf keinen Fall langsam. Und jetzt ist die Frage, trägst du deine eigene Wahrnehmungsbrille oder schaust du durch die Brille deiner Eltern, deiner Freunde? Es ist wichtig für ein erfülltes Leben zu wissen, was deine eigene Wahrnehmung ist und was du brauchst. Dazu gibt es eine kleine Übung. Stell dir vor, über Nacht passiert ein Wunder. Du wachst am nächsten Morgen auf und alles ist genau so, wie du es haben möchtest. Schreib das auf. Trau dich zu träumen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, deinem erfüllten Leben auf die Spur zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Leg los mit unserem Ernährungstipp. So, willkommen zurück zu meinem Teil der Sendung. Und jetzt soll es darum gehen, was Ernährung mit einem sinnerfüllten Leben zu tun hat. Und für mich persönlich hat es natürlich extrem viel damit zu tun und für viele Menschen natürlich auch. Und zwar vor allem, wenn es um das Thema Frühstück geht. Weil ich glaube, es gibt wenig Dinge, die so wichtig sind, wie man in den Tag eben hineinstartet. Genau deswegen schauen wir uns heute auch mal an, wie man Ernährung bzw. welches Rezept man damit eben auch verbinden kann. Und das machen wir jetzt hier in der Küche. Viel Spaß. So, wir wollen uns heute mal anschauen, welche Möglichkeiten wir haben, wie wir in den Tag starten können. Genauer gesagt natürlich das Frühstück. Und wir haben hier jetzt schon mal in ein paar älteren Sendungen über zum Beispiel Porridge geredet oder ein Haferflockenmüsli. Aber genau darauf würde ich gerne eingehen, weil ich auch viele Menschen kenne, die mögen einfach keine Haferflocken. Nichtsdestotrotz gibt es schöne Alternativen, weil ich glaube, ein Müsli eine sehr einfache Art ist, in den Tag zu starten, weil es super schnell zubereitet ist, aber eben auch sehr gut schmecken kann. Und genau deswegen haben wir auch ein bisschen was vorbereitet, welche Alternativen es noch gibt. Und das würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Und zwar haben wir hier einmal als Alternative zu den Haferflocken sogenannte Quinoa-Pops. Diese Quinoa-Pops, die findet man auch in jedem Supermarkt mittlerweile, gar kein Problem. Und die schmecken auch vielleicht so ein bisschen nussig. Also es sind anders da auf jeden Fall als Haferflocken und eben eine Alternative. Ansonsten hätten wir hier eben auch noch so wie so Dinkelpops, Dinkelflocken.
Die sind auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, gerade für Menschen oder gerade wenn du dir jetzt noch schwer tust, Haferflocken zu essen, würde ich immer empfehlen, am Anfang vielleicht auf eine Alternative zu gehen. Und da kann ich dir auf jeden Fall diese beiden Möglichkeiten raten. Diese Quinoa-Pops bzw. die Dinkel-Pops, die sind auch unsere Grundlage für das Müsli. Das heißt, wir haben hier natürlich schon so eine kleine Müsli-Schale und dementsprechend werden wir jetzt fairerweise 50-50 ein bisschen was von den Quinoa-Flocken und von den Dinkelflocken hier auch reintun. Genau, so. Natürlich gehört zu jedem guten Müsli auch eine Grundlage von Obst. Und ich würde immer empfehlen, das ist auch eine kleine Eselsbrücke, die kann man gerne für sich mitnehmen, die sogenannte 2-Handvoll-Regel. Also wirklich jeden Morgen, zum Beispiel wenn man ein Müsli isst, zwei verschiedene Sorten Obst, nicht Gemüse, Obst, dann eben auch dazu machen. Und mein Favorit sind auf jeden Fall immer Beeren. Das ist jetzt hier ein Beerenmix, kann man natürlich auch Himbeeren oder Heidelbeeren nehmen, je nachdem, wie man das möchte. Und ein Apfel. Die Beeren, die sind jetzt gefroren, kann man natürlich auch auftauen, die können wir aber jetzt schon mal mit dazugeben. So, genau, reicht. So, wenn die Beeren dazugegeben sind, dann kümmern wir uns um den Apfel. Natürlich auch wieder hier, vorher schon geschnitten, dementsprechend auch kein Problem. Vorsicht beim Schneiden. Dann machen wir jetzt einfach zwei kleine Hälften. Geben das mit in das Müsli mit dazu. Also ich nehme immer einen halben Apfel, wenn ich mir selbst ein Müsli mache. Reicht aus meiner Sicht eben auch völlig aus. Vielleicht kennst du das auch schon, ist jetzt nicht extrem ausgefallen, aber was ich gerne noch dazu mache, und da kommen wir zurück auf das Thema sinnerfülltes Leben, ist auf jeden Fall ein bisschen Schokolade, weil für mich auch Schokolade zu einem sinnerfüllten Leben dazugehört. Und da würde ich auf jeden Fall immer Zart-Bitter-Schokolade empfehlen, ist auch kein Problem. Ist auch nicht ungesund, wenn du dir früh so eine kleine Rippe einfach rausmachst und dann eben noch zum Beispiel klein machst, über das Müsli mit dazu gibst, weil dann hat das Müsli einfach nochmal ein bisschen, ja, schmeckt einfach nochmal ein bisschen besser und kann ich dementsprechend auch nur empfehlen. Das wären jetzt die Grundzutaten. Alternativ gerne noch Kakaopulver, Vanillepulver, vielleicht auch Zimt mit dazugeben, je nachdem, was dir am besten schmeckt. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nur noch abrunden mit ein bisschen Milch. In unserem Fall jetzt natürlich Hafermilch, geht natürlich auch alle andere Milch, Sojamilch oder wenn du Kuhmilch trinkst, kannst du das natürlich auch gerne machen. So ein bisschen was dazugeben, bis es gut bedeckt ist. So, das reicht völlig aus. So. Dementsprechend wäre unser Frühstücksmüsli, unser alternatives Müsli für jeden, der noch keine Haferflocken gegessen hat oder Haferflocken auch einfach nicht mag, fertig. Man kann es auch gerne mal mit den gefrorenen Beeren probieren. Vor allem, wenn es vielleicht noch ein bisschen wärmer ist, kühlt es frühs auch schön ab. Und das wäre es jetzt gewesen von unserer Stelle mit dem Rezept. Ich kann nur empfehlen, das einfach mal selber auszuprobieren für jeden, der da sich vielleicht noch nicht auch herangetraut hat. Und viel Spaß natürlich auch beim Umsetzen. Leg los mit unserem Bewusstseinstipp. Hey, schön, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über ein sinnerfülltes Leben sprechen. Wie finden wir Sinn im Leben? Es gibt ein schönes buddhistisches Sprichwort, das heißt, der Sinn des Lebens ist das Geben. Und wir sind jetzt hier im Wald und der Wald ist ein wunderbares Beispiel für ein sinnerfülltes Leben. Der Wald ist immer im Austausch und er gibt immer. Der Baum gibt seine Früchte, die Sonne strahlt und die Blumen verströmen ihren Duft. Sie machen das nicht für sich, sie machen das für ihre Umwelt. In der heutigen modernen Welt sind wir allerdings mehr darauf ausgerichtet, was für uns drin ist, was wir brauchen. Und dieses Mindset gibt schon einen Mangel vor. Wir brauchen etwas. Wir haben nicht genug in uns selber. Wir müssen etwas von außen nehmen, um uns zu erfüllen. Und so sind wir im ständigen Suche auf etwas, was uns erfüllen könnte. Wenn wir das Beispiel der Natur folgen und uns stattdessen überlegen, was können wir geben, dann können wir plötzlich merken, dass wir eine Geisteshaltung der Fülle haben. Und darum möchte ich jetzt mit dir eine Aufgabe machen. Schließ kurz die Augen
und spüre in dich mal rein. Was kann ich geben? Es muss nichts Großes sein. Es können ganz leicht einfache Dinge sein. Wie zum Beispiel, ich kann ein Lächeln geben. Ich kann meine Aufmerksamkeit geben. Ich kann eine helfende Hand geben. Ich kann ein Kompliment geben. In dieser Übung kannst du dir dann auf einen Zettel mal 10 bis 15 Dinge aufschreiben, die du jetzt geben kannst. Und mal überlegen, wie sich das für dich anfühlt. Auch hier geht es wieder, umso öfter du diese Übung machst, umso mehr tut sich dein Körper, dein Geist und dein Bewusstsein auf dieses Mindset einstellen. Und du wirst vom Mangel in die Fülle kommen. Vom ich brauche etwas, ich lebe im Überfluss und ich kann verschwenderisch gehen. Versuch das doch einfach mal zu Hause aus und schau, wie sich dein Leben verändert, wie sich dein Bewusstsein verändert und wie sich dein Handeln mit deiner Umwelt verändert. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Übung. Vielen Dank für deine Zeit. Leg los, dein Workout für Körper und Geist.